Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder Crash4Defik89 zurück bei Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit für 3DS. Wir befinden uns nun bei der letzten gelben Säule. Also bei der Welt von der letzten gelben Säule. Eine neue Schneckenart und auch neue Chimären habe ich gesehen. Mit grünen Lippen. Bäh! Igitt! Oh nee. Auch das noch. Ja, versuch noch andere einzuschläfern. Klar, warum auch nicht? Oh, nice one. Ja, man merkt, die anderen müssen endlich mal stärker werden. Die liegen einen Haufen Level hinterher. Also, die hinken einen Haufen Level hinterher. Was ist das für ein Wald? Oh Gott, eine rote Marionette. Zauberpuppen. Und ein was? Knackel? Knallgül? Was denn das für ein Name, ey? Ja. Dragon Quest und ihre Monsternamen. Kennen wir nicht anders. Und der letzte Angriff hat den verfehlt? What the hell? Lehrling. Okay. Sehr schön. Was ist mit den Waldaufsichtungen geführt? Ach du Scheiße. Oi! Ist sich so grob, so Mühe, will ich gelangen in die Stadt südlich von hier. Aber das ist sich nicht möglich. Nicht? Muss ich umkehren? Ist sich Nebel unüberwindliches Hindernis? Ich glaube, er hat schon angedeutet, dass man durch den Nebel nicht durch kann. Jap. Oblia, ihr seid auch Reisende? Muss ich euch warnen? Weg voraus ist sich nicht passierbar. Könnte versuchen, Weg nach Süden, aber heimtückischer Nebel bringt euch wieder her. Wäre Glück, so vor zu verschwinden von hier. Aber warum ihr schaut mich an mit Augen von Unglauben? Denkt ihr, ich bin ein Betrüger? Nee. Das ist nur deine Sprache. Warten, Monster! Ich rieche Menschen! Und jede Menge davon, wenn das zum Jubeln ist! Oh, jetzt! Wir federn lassen! Oh, Schmull! Das ist viel zu gefährlich! Müssen wir nehmen Beine in die Hand! Du vielleicht, wir nicht! Also, wen soll ich zuerst verschlucken? Moment, wenn ich verschlucken stutzen. Ist er die Flügel? Dürfen wir ihm keine Bälle zurücklassen? Welcher Priester? Warum mit seiner Bossmucke bei 3 Schützen? Euer Ernst jetzt? Das fliegende Gegner sind. Flurstutzer ist da genau die richtige Fähigkeit gegen die. Daneben. Au! Was? Warum sind die davon betroffen? What the hell? What's going on? Warum hat dein Zauber nicht gewirkt? Daneben ist er aus. Das müsste eher helfen. Vielleicht war der Angriff zu schwach? Keine Ahnung, du, was da los war. Alter, wie viel halten die noch aus? Alter Schwede, nein! Hört auf, ihn anzugreifen! Wieso nicht? Muss ihn heilen, ey. Multiheilung. Du greifst an. Gut, dann eben. Krach, weil das müsste sie aber jetzt treffen. So, schon besser. Meine Fresse, jetzt mal ruhig. Jetzt mal gut hier. Nein!
Wie halten die eigentlich noch aus? Endlich, einer geht mal down hier. Verzeihung, bitte greift ihn auch noch mal an. Am Schluss hier. Alter Schwede, wie viel die aushalten? Der Roland ist gerade jetzt nicht in so einer guten Verfassung hier. Wird nichts draus, ne? Und jetzt ist Schluss mal. Alter! Jetzt machen wir mal Schluss mit dir. Verschwinde mal! Meine Fresse, was die alles ausgehalten haben. Ja, verschwindet! Ui. Ist sie zu Harry-Situation, aber er riecht sie gegen Monster, ja? Spasibo, ja. Großes Herz von Kämpfer. Vielleicht deshalb steil genug. Besiegen von heimtückischen Priester. Sofort brauche ich mit Ältesten. Es ist ein heimtückischer Priester. Also der Nebel bringt uns dann wieder zurück, ha? Aha. Leider. Das stimmt. Oh, ein kleiner Drache. Ein Faucher. Oh, der sieht auch niedlich aus. Da tut es mir fast schon leid, den zu killen. Oh Mann, mit nur einem Angriff. Alter Schwede, hier könnte ich mich austoben beim Trainieren für meine Charaktere. Wenn ich da lauter Faucher bekämpfen würde, die könnte ich alle mit einem Schlag bashen. Da ist noch ein Weg. So viele Wege hier. Ist das ein gigantisches Feld hier? Natürlich auch in Dunkelheit gehüllt, ist auch klar. Geht gerade was Böses ab. Es ist komplette offene Meer. Aber auch nicht. Ich sehe keine Schatztruhe. Oh, aber da ist ein Giftsumpf. Es setzt auf. Rote Chimären. Schade, hier gibt es keinen Schatz bei so einem offenen Feld. Könnte sich anbieten hier, ne? Na, ich würde sagen, bevor wir den anderen Weg gehen, begeben wir uns erstmal zum Dorf. Schwadivostok. Stadtname, ey. Bitteschön, Sonne ist sich verhüllt von furchtbarem Nebel. Wieso? Da wachsen Getreide. Aber ich bin leider nur einfacher Bauer, bleibt mir keine Bravade, als weiter auszusehen auf Feldern. Wie die alle wie Yoda sprechen müssen. Brötchen ist gegangen auf Berg und hat gekämpft gegen Monster, hat Kampf aber nicht belebt. Das Brötchen ist fort, genau wie Priester Holzhacker und Frau von Holzhacker. Aber ich habe wenigstens noch Eltern für Trost. Nicht wie armer Luca, erst ganz allein hab. Großes Mitleid, Mitgefühl für ihn. Mein Sohn sagt, Nebel ist die Schuld von Monstern. Darum, er geht zu Berg von Bestien, will dort bekämpfen, bis ich ein Monster. Aber hat er bezahlt Abenteuer mit seinem Leben. Warum? Warum, wir haben verdient so tragisches Schicksal. Shit. Hat einer versucht, die Mods zu bekämpfen, ist daran gestorben. Ach. Das ist die Herberge. Das steht aber auch nur aus kleinen Matratzen auf dem Boden. Und ein Lagerfeuer dazwischen. Dass wir angehalten werden. 160, dafür zahlt doch keine 160. Gott doch mal. So viel wird ja nicht geboten hier. Aber das ist halt die Spieleregel. Je weiter man vordringend spielt, desto teurer wird das Übernachten. So gehört sich's bei der Dragon Quest Reihe. Was ist das hier?
Rüstung, um Waffen, andere Dinge zu verkaufen. Ah ja, das ist der Laden für alles, mehr oder weniger. Der hat einen Kriegshammer, davon haben wir keinen, aber brauchen wir auch nicht. Flammenmauer, ein Wasserschild und ein Sirenenschwert. So ist für Aisha, aber es ist schwächer als das Schwert, das sie trägt, also nein, danke. Gut, in Augenblick hat er nichts für uns, was wir brauchen könnten. Dorf wird belagert von Monstern und jetzt ist sich auch noch Unhold in Kirche Bursche Moe. Wenn du dich hier draußen spielen, muss ich gehen über Leiche von Mütterchen. Hey, süße Lame, ich immer nur spielen im Haus. Ich kann nicht spielen draußen für Haus. Nett bedeutet nett. Kann ich dir sagen, 100 Mal, es wird so gefährlich da draußen. Wirst du vielleicht spielen Hauptspeise von Monstern? Das will sie bestimmt nicht. Ah je. Denn hier beredet. In der Kirche treibt sich ein Unhold rum, sagen sie. Ja, in dem Brunnen können wir gefahrlos spähen und finden, welche Überraschung, nichts vor. Ah. Oben haben wir uns ja bereits komplett umgesehen. Das heißt, wir könnten dann auch gleich zur Kirche gehen. Wenn sich da, wenn da irgendwas abgeht, nanu. Nun ist unsere Gebete vertieft, das schön iterierte Zeit, sind mit ihm zu sprechen. Na denn, dann stören wir ihm nicht dabei. Was ist hier los? Ist das nicht eine Kirche? Die Tür ist zu? Wer ist sich denn da eingesperrt? Ey, das sieht mir aus nach einem Monster. Warte mal! Ist das der Unhold, von dem gesprochen hat? Ist der Priester vielleicht in ein Monster verwandelt worden? Weil wenn der so da sitzt, dann ist das vielleicht der Priester jetzt in ein Monster verwandelt worden. Was zum Teufel? Wie schön ist die Tür von Anzeit verschlossen? Scheiße. Wusste es doch, der hat sich eingesperrt. Vielleicht halten die Dorfbewohner ihn für ein schreckliches Monster. Vielleicht hatten sie ihn für den Unhold. Haben Angst vor ihn und dementsprechend hat er sich jetzt eingeschlossen. Ja, tut mir jetzt leid. Sekretär der Kette, tut mir jetzt echt leid. Wenn dem so ist, aber das kann ich ja durch die Bewohner hier herausfinden. Alter, das verkauft von der Wattenwelt. Ich meine, trotz schmerzhafter Lektion, Monster gekleidet vor Priester ist. Sich immer noch. Monster, hält sich allein. Ist seine Schuld für furchtbaren Nebel. Ich glaube, dass er dafür verantwortlich ist. Sogar für schön Dorf lassen, hängt Kaffee ist sich auch schon vom bösen Nebel. So eine Art bezahlt mit Leben, kann ich einfach nicht länger schweigen, hm? Sind mir nicht bekanntere Gesichter, müsst ihr mir erlauben, gab einen guten Rotschlag. Guten Ratschlag. Dürft ihr nicht gehen in die Nähe von Kirche, wenn ihr erleben wollt nächsten Tag. Pascha Lustag, kann niemand mehr sagen, was ist sich plant? Monster von Kirche? Naja, seid ihr Sohn von fremden Ort. Wisst ihr nicht, wovon ich spreche, nicht? Monster hat erobert Kirche von Dorf, sind sich geflohen, haben Nonnen und haben gesucht zur Flucht von Endatscha von Ältesten. Also wie die sprechen, da fällt mir das Lesen nur schwer. Ist nicht so tragisch, euer Sohn Priester, Holzhacker und Gattin von Holzhacker haben sie alle geopfert ihr Leben. Oh, ihr seid fremd in Dorf, ja? Habt ihr gewählt, unglücklichen Zeitpunkt für Besuch in furchtbarer Lage. Sich alles bedeckt vom weißen Nebel und trotz der großen Gefahr durch Umherstoffen von Monstern. Das habe ich feststellen dürfen. Männer von Dorf müssen mit weißen Männlichkeit müssen sich kümmern um tragische Situationen von Kirche. Sie legen Feuer auf Dach von Kirche mitten in der Nacht. Das ist die beste Lösung, denke ich. Für Tage ist Monster jetzt schon in Kirche. Brüschimmer habe ich wirklich große Angst. Wird der Monster ganz still, aber kann niemand sagen, wenn der Monster wieder. Macht Ärger. Wann hat er überhaupt Ärger gemacht? Gerade gesehen, wie man rennt, schnell zurück zu Dorf, hoffe ich, dass sogar gleich der Bub kommt, gerade zu mir. Warum? Damit ich überrennen kann? Wir trennen aber nichts. Ist nur im Stall.
Wo ist er denn hingerannt? Ja, ich habe mich auch gefragt, wo der Typ hin ist. Ist er vielleicht der Älteste in der Kirche drin? Gut möglich. Da ist er. Das ist auch keine Kirche, das ist ein Haus. Das andere Gebäude war eine Kirche. Sich Wahrheit, ich schwöre, sind sie stark genug für Besiegen von Monstern, bin ich ganz sicher. Brauchst du Lust haben? Ist alles in kleiner Ruhe und erzählt von Abenteuern. Sicher hast du alles gut. Gerade an unser Dorf erzählt von Dank. Ist sicher mit so ein Fahr, also wenn ich ganz ehrlich sein, dann. Du bei unter Bauer Junge! Und wo sind Abenteuer wohl jetzt? Oh, du bitte. Ah, gerade wo ich von Tafel dabei, tretet näher. Ja, der hat uns einfach nicht reindiskutiert. Sind Retter von meinem Leben. Mit Kraft von vielen Wölfen sind sie sicher in Lage zur Lösung von Problemen im Dorf. Kapfel Reis, da muss ich euch bitten um eigene Beschreibung von Geschehnissen. Ist sich wirklich packende Geschichte. Wir wissen große Stärke, also wir haben scheidende Bitte an euch. Die Kirche von Dorf sich eingenistet Monster. Porsche Luster müsste von nicht böses Monster. Ein glaubenteuflisches Kreatur trifft Verantwortung für schreckliche Nebel. Anderes Unheil. Porsche Luster, ihr könnt euch damit entkräften, wäre große Freude für uns. Soll ich da jetzt, wenn ich da jetzt mich weigere? Weil ich hatte schon mal einen großen Fehler gemacht, indem ich Raubherd getötet habe und dadurch habe ich leider das Schicksal des Dorfes besiegelt. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ich sag mal nein. Obwohl das große Tosche Bouchemont könnte doch wenigstens sprechen mit anderen Bewohnern von Dorf, bevor er kehrte zurück und zu. Muss ich das ja nicht meinen, wenn es erstmal so unser Leiden. Inzwischen sind wir bereit für Versammlung für Beschreibung für Pläne heute Abend. Wir geben endgültige Entscheidung dann am Abend. Wir müssen wohl. Können wir wirklich dann noch rechtzeitig erfahren, dass es sich wirklich hierbei nicht um ein Monster handelt? Weil es sieht wirklich nur nach einem. Es sieht wirklich nur nach einem Fluch aus, nach einem Kerl, der in ein Monster verwandelt wurde. Aber immer noch er selbst ist. Prinz von Dorf ist ein wundersamer Mann, aber ist nicht mehr unter uns. Ist der gereiste Berg von Bestien sich gewesen letztes Mal, als wir ihn haben gesehen. Hat er mir gesagt, Monster aus dem Ursache von Nebeln hat gemacht, auf Weg für kampfige Monster. Vermutung, er lebt jetzt im Himmel. Ich bitte ihn dafür, der Priester, dass er in Frieden. Ich vermute, der Priester ist das Monster, das wir gesehen haben. Das muss es sein. Pashima, habe ich verdammt mein Töchterchen. Porsche Lust ist halt nicht gegangen, Nähe von Kirche. Mich wegen Monster in Kirche? Das ist unverzeihliche Sünde. Wie kann Monster nur wagen und tragen Gewänder von heiligen Priestern? Das sind wir vernichten Kreaturen und Verzögerung. Die hinterfragen das nicht, sondern wollen den gleiche. Ja, ich weiß, sie haben Angst, aber trotzdem. Glauben sie nicht, dass es eigentlich kein Monster ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Monster ist. Ich hoffe, dass wir ihn nicht bekämpfen müssen. Was? Ich muss mit den anderen noch reden? Acker und Gartenbau. Ja, okay. Haha, gut, dass ich ja noch geguckt habe. Eine weitere Mini-Medaille. Nice one. Oh, das sind noch mehr Fässer. Okay, jetzt sind keine mehr da. Hier sind noch ein paar Krüge. Und das war's. Da haben wir schon in ferner Vergangenheit sicher viele Monster leben auf Berg von Bestien da. Wir haben aufgebaut großes Tor seit Leben im Dorf sich ruhig und friedlich. Und ein furchtbarer Nebel zieht auf Monster erscheinen, obwohl Tor ist immer noch fest verschlossen. Aber ich bin ganz und zerfe Monsterkirch. Jetzt schürt ein ganzen Unheil. Oh Mann. Sind sie gewesen, so viel stärkste Kämpfer Dorf und so Priester und Fahrzeuge mit Ehefrau? Sind sie alle gegangen zu Berg von Bestien und haben gelassen dort leben? Sind sie nicht nur gekommen zurück, großes Monster, das jetzt lebt in der Kirche von Dorf?
Klassisch, Monster und Klopfer und Geistlichen sind bestimmt gewendet von Dorfpriestern. Monster ist ja die typisches Monster, auf die man ansetzt, Gott sei Dank schweigen bin. Ganz sicher, Monster mit grausamen Plan. Komm schon, das Monster ist in der Kirche, gehen wir hin und zeigen es ihm. Gehen wir hin und zeigen es ihm. Jetzt hätte ich schon eine Maribel-Stimme geredet. Maribel ist ja dabei nicht bei uns. Ein Augenblick. Warum sollte er sich ein Monster in den Kirche einnisten? Komm, kannst du statt Besuch ab. Sollten wir das wirklich, aber wir kommen nicht rein. Wir können da nicht rein in die Kirche. Sie ist ja fest verschlossen. Ach, in dem Gebäude waren wir auch noch nicht. Ich habe mir schon gefragt, ob da ist noch auf der Karte. Da ist doch noch was auf der Karte. Was ist das denn? Eine goldene Statue? Ich glaube, die wird später noch wichtig. Wir müssen da auf jeden Fall zurück. Ja, schon, ob dieses Monster, das sich in die Kirche eingelöst hat, äußerst verdrossen zu sein. Und doch hat niemand von einem Angriff der Kreatur berichtet. Ob womöglich mehr hinter der Geschichte steckt, als uns bewusst ist. Ja, ich weiß es schon. Das Monster ist der Priester. Er wurde verwandelt in ein Monster, ist aber immer noch er selbst. Und da bittet immer noch der Junge. Papa, Mama, werde ich euch beide rächen. Verschluss, der mögt den Frieden ruhen. Du tust schon wieder Bursche, Mama, warum kommst du hier jeden Tag? Ich habe keine Angst vor dir, wenn ich rächen fahre. Ich habe ein Mütterchen da. Was bedeutet für komische Bewegung? Bist du auch, um mich zu fressen? Als Nachspeise vielleicht? Verflucht, abscheuliche Kreatur. Boah, der arme Kerl sieht ja wirklich grässlich aus. Halt! Warte mal! Ein Magiesamen. Uns zum Priester gewandt, blickt traurig in deine Richtung. Das Monster riecht überhaupt nicht monsterhaft. Möglich, ob dieses Monster von einem Dorfbewohner und Gehasse geführt wird, scheint es als vernünftige Kreatur zu handeln. Kommt, sprechen wir mit dem kleinen Verfohren. Der Deuchter hat bereits Kontakt mit dem Unhalt. Religiösen Texten, theologischen Abhandlungen. Kommen wir nicht mehr raus? Okay, dann reden wir mal schnell mit den Jungen hier. Wo steckt er denn? Wo ist er hingelaufen? Zur Statue? Aha! Monster verkehre ist nicht wirklich Monster? Ist ganz und gar das Gestalt, aber tut nichts Böses. Und jetzt sind Gedanken von Dummkopf. Mütterchen, Göttin, Mama, bitte. Ich euch um Schutz für alle Bewohner von Dorf. Hm? Wer seid ihr? Ah, Erinnerung kehrt zurück, hab ich euch schon gesehen bei Grab von Väterchen und Mütterchen. Mensch, ihr heißt Luca, ich heiße Luca. Tote Eltern sind dort drüben vergraben, ist nicht Grund, warum ich bin ganz allein. Aber ich habe keine Angst vor allein sein. Ich Mütterchen, Göttin hier als Begleitung. Statue gehört zu so wenigen als Familie und Mütterchen. Hat Mama immer ihr sich gebetet zu Göttin, ist sie leider nicht mehr möglich. Hat sie immer gebeten um Schutz vor Monster und Unheil. Ich auch. Ich empfehle euch Gebet. Wir sollen beten? Okay. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush von Week89 bis diesem Part von Let's Play Dragon Quest 7, Fragmente der Vergangenheit. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!